Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im LS19 unterwegs auf der Kriebach. Ja, wir haben jetzt gerade das Weizenverfahren ins Silo gebracht. Und ja, jetzt fahren wir weiter. Wir müssen heute Feld 11, 8 und 13 ist noch mit Weizen voll. Die müssen wir jetzt auf einmal noch machen. Oh, da ist eine Laterne. Ja, die machen wir jetzt auf einmal. Also heute im Video, hoffe ich, damit wir es schaffen. Und dann in den nächsten Video geht es dann mit den anderen Fruchtsorten weiter. Ja, ich weiß gar nicht, was wir noch alles angesät haben, aber ja, da geht es dann weiter. So, dann stellen wir uns am besten hier so her, neben das Feld. Und rennen zu unserem Drescher. Ja, kurze Übersicht, also Feld 11 und 8 und 13 müssen wir also noch Weizen. Gerste ist 7 und 14. Raps ist 5 und 6. Und dann waren schon wieder alle Felder. Genau. Und dann dreschen wir jetzt. So. Dann geht's jetzt los. Ja, ich fange morgen mit der Ausbildung an. Also heute ist mein letzter Ferientag, sage ich jetzt mal. Genau. Morgen fange ich mit der Ausbildung an. Ja, deswegen die nächsten Videos sind vorproduziert. Falls was Neues passiert sein sollte, dass ETS, also DorkSMP, ein neues Update rausgebracht hat, eine neue Version, werde ich in den Videos nicht sagen. Am Samstag nehme ich dann erst wieder das Video frisch auf. Genau. So. Ja, morgen die Videos, also für die Woche die Videos, habe ich jetzt noch nicht aufgenommen. Die werde ich jetzt aber im Anschluss aufnehmen. Genau. Dann habt ihr nächste Woche jeden Tag was zu schauen. Und ich muss mal schauen, wie sich dann die anderen Wochen machen. Ob es da weniger Videos werden. Das schaue ich, wie sich halt zeitlich schaffe. Genau. Ansonsten, wenn euch das gefällt, damit ich euch jeden Tag ein neues Video bringe, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja. Morgen kommt ja dann wieder ein ETS-Video. Und Montag und Freitags kommen immer alles 19 Videos. Genau. Dann fahren wir jetzt noch vor, dann lernen wir mal den Drescher wieder aus. Weil der hat schon wieder 63% geladen. Das lernen wir dann jetzt aus. Genau. Ansonsten am Freitag das Video, das LS19 Video, das war ein längeres Video. Und zwar war das ja, ich glaube 28 Minuten lang. Da haben wir aber bloß das Feld 10 geschafft zu dreschen. Genau, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, gerne jetzt abchecken. Nach der Folge. Ja. Das kam am Freitag raus. Am Samstag kam ein ETS2 Video raus. Genau. Und gestern kam gar keins raus. Weil ja, ich am Sonntag keine Videos bringe. Genau. Achso, wir wollten abtanken. Oder? Schaffen wir die
Ne, wir tanken lieber ab. Oder wobei, wir könnten schon auch schaffen. Einmal hinter. Könnten wir noch... Ne, schaffen wir nicht mehr. Entweder wir schaffen es nicht mehr oder es wird sehr, sehr knapp. Doch, könnte noch was werden. Aber jetzt müssen wir gleich abtanken. Oh, doch, ziemlich knapp geworden. 97%. So, dann fahren wir ein bisschen in der Ansicht. Klappen das sogar schon mal aus. Okay, Feld 8 und 13. Ich würde sagen, jetzt fahren wir dann auf Feld 13 weiter. So, jetzt glaube ich Mist, ja genau. So. Und dann fahren wir jetzt, dreschen wir das Feld noch fertig. Dann fahren wir auf Feld 13. Okay, jetzt fahren wir ein bisschen in der Innenansicht. Wobei, ja, genau der Pfosten ist, wo ich was ziehen müsste. Da ist wirklich genau der Pfosten. Dann drehen wir jetzt einmal um und dann fahren wir jetzt wieder in der Innenansicht, und zwar jetzt. Warum ist genau da der Pfosten, wo ich was sehen müsste? Ich glaube, ich kann weiter rechts. Ja, so glaube ich. Haben wir das ganze schnell weg. So. Und dann sind wir jetzt auch gleich mit dem Feld fertig. Das können wir erstmal hochtun. Oh, das wird noch mehr mit eine. Da müssen wir noch zweimal fahren. Aber ist noch besser. Dann müssen wir nicht das volle Schneidwerk nutzen. So, so fahren wir.
Also, ich glaube fast, damit wir in der Folge nicht mehr Feld 13 und Feld 8 schaffen. Ich glaube, wir schaffen bloß mehr Feld 13 dann nach dem Feld. Mal schauen. Wenn nichts, müssen wir Feld 8 in der nächsten Folge machen. So. Dann einmal hier raus. Und jetzt noch einmal runter. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Feld. So. Okay, das passt. Dann dreschen wir jetzt noch das Feld, dann Feld 13. Und im nächsten Video werden wir dann Feld 8 dreschen. Und ja, dann die anderen Felder mit den anderen Fruchtsorten. Dann einmal Feld 13. Da fahren wir jetzt aber erstmal wieder in der Außenansicht. Bei der Außenansicht sehen wir auch, wie weit wir mit dem Schneidewerk oder Schneidewerk ist. Das sehen wir ja in der Innenansicht nicht. Warum auch immer. Weil da so ein doofer Pfosten ist. So. So. Dann hier dreschen. Da müssen wir jetzt auch schon wieder gleich abtanken. Weil wir schon wieder fast 80% drinnen haben im Drescher. So. So, dann würde ich jetzt sagen, tanken wir ab und dann fahren wir Strecken. Wird das sowas? Ne. So. Dann Prozent, okay. Der hat noch nicht mal 50%. Mit denen können wir aber ein bisschen zurückfahren. So. Dann einmal das Rohr wieder einklappen. Und weiter dreschen.
Ja, das Feld, wie schon gesagt, schaffen wir noch in der Folge. Das Feld 8 müssen wir dann in der nächsten Folge dreschen. Ja. Dann müssen wir da irgendwann noch Ballen pressen. Halt, nachdem wir alle Felder gedroschen haben. So. Das Feld ist ja jetzt auch nicht so groß, das Feld 13. Das ist ja ein kleines Feld. Und dann Feld 8 ist dann schon wieder größer. Das machen wir dann in der nächsten Folge und dann machen wir noch eins. Und dann in der übernächsten Folge werden wir dann 5 und 6 machen. Ich glaube dann 14 fehlt auch noch. Was sind mit der 14? Was sind da drüben? Weiß ich gar nicht. So. Dann haben wir jetzt das Feld auch gleich geschafft. Viel fehlt nicht mehr. Ja, viel fehlt nicht mehr. So, das werden jetzt auch drei Spuren, glaube ich. Dreimal fahren. Oder vielleicht sogar viermal noch. Mal schauen. So. Dann einmal jetzt noch rum. Oder besser gesagt, dann noch öfters rum. Ich glaube, da müssen wir jetzt dann noch zweimal fahren. Zweimal hin und her. Oder? Ne, das könnten wir sogar schaffen. Wird knapp, aber könnte gehen. Ja, knapp. So. Ja, die zwei da. Die hätten wir jetzt auch stehen lassen können. Aber funktioniert sogar. So, oh, da steht jetzt wieder was. Mensch.
Ja, dann tanken wir jetzt den Drescher noch ab. Und dann war es ja schon wieder mit dem Video. Einmal hier. So. Dann tanken wir den jetzt noch ab. Und ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, was das mit diesem Video. Morgen, 16 Uhr, kommt das nächste Video, ein ETS 2 Video. Bis dahin, ciao.